Tut mir leid, falls ich mich in diesem Video ein bisschen nasal anhöre oder meine Nase rot ist oder so. Ich bin gerade am Ende einer Erkältung. Ich habe mich in den letzten Monaten ziemlich intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und einiges bei mir verändert. Auf einige Sachen hat man natürlich vorher auch schon geachtet, aber ist nochmal einiges in meinem Bewusstsein dazu gekommen, was ich verändert habe. Und ich muss sagen, dass es halt auch irgendwie Spaß macht, sich damit zu beschäftigen. Und jetzt wollte ich euch gerne in einem Art Vlog den Tag über mitnehmen und euch zeigen, wo Nachhaltigkeit in meinem Alltag eine Rolle spielt. Und es gibt so viele Videos auf YouTube zu dem Thema Nachhaltigkeit mit Gadgets. Und da sind wirklich richtig viele hilfreiche Videos dabei. Ich kann noch mal ein paar verlinken in der Infobox. Aber ich wollte einfach mal zeigen, wie es in den Alltag eingebaut aussieht und wo man anfangen kann. Ich bin selber noch definitiv Anfängerin und lange nicht perfekt. Perfekt ist man wahrscheinlich niemals. Das Wichtige ist, dass viele Leute zumindest ein bisschen machen. Und das heißt nicht, dass ich jetzt nie wieder mit dem Flugzeug fliegen werde oder so. Was ja so ein üblicher Vorwurf wäre bei größeren Influencern. Entweder alles oder nichts. Aber das ist es halt einfach nicht. Ich verbringe den Tag heute zu Hause und meistens gibt es bei mir als erstes mal Frühstück und ich esse seit Neuseeland eigentlich fast jeden Morgen Porridge. Ich habe das in Neuseeland und auch danach eigentlich immer in der Mikrowelle gemacht, aber seit neuestem mache ich das meistens im Topf. Ich dachte mal, das wäre so aufwendig, aber eigentlich gefällt es mir im Moment richtig gut. Das Gute daran, das im Topf zu machen, ist halt, dass man immer eine gute Konsistenz hinbekommt. Ich gebe immer meine Haferflocken in den Topf und bloß nicht zu viele, weil das am Ende viel mehr sein wird. Und ich mache das immer mit Wasser, also ich brauche dann keine Milch oder Ersatzmilch, also Nussmilch oder so dazu. Ist Geschmackssache, aber ich mache es gerne mit Wasser und Süßes dann danach. Wenn man eine Milch nimmt, müsste man es danach nicht unbedingt noch extra süßen. Und seit neuestem mache ich dann auch immer noch ein paar Chiasamen rein. Und dann habe ich mir vor kurzem so verschiedene Nüsse gekauft, die gehackt und in diese Gläser gefüllt. Das sind Walnüsse, Haselnüsse, Cashewkerne und Mandeln. Zum Würzen benutze ich fast immer Zimt und dann gebe ich noch ein bisschen Agavendicksaft hinzu. Manchmal auch noch ein bisschen Dattelsirup, aber die Süße allein davon würde mir nicht reichen. Und dann kommt bei mir immer noch ein bisschen frisches Obst drüber. In dem Fall habe ich jetzt Heidelbeeren da und ein Plattpfirsich. Wenn man sich mal richtig was gönnen will, kann man auch mal Schokostreusel drüber machen oder Erdnussmus mit reinmischen oder einfach Schokocreme mit reinmachen, also ich sage jetzt mal Nutella. Ich persönlich kaufe keine Nutella mehr, aber ich habe einen so für mich ganz tollen Nutella-Ersatz. Das ist diese Schokocreme von Rapunzel, gibt es im Bioladen, keine Werbung. Das ist die Zartbitter-Schokocreme, es gibt das auch noch als Nuss-Nougat-Creme. Beide sind vegan, also auch die hellere. Und die sind beide wirklich, also finde ich, ultra lecker. Schmecken nicht wie Nutella, aber sie schmecken auch richtig gut. Es sind halt leider alle Schokocremes, die ich gesehen habe, mit Palmöl, aber die sind halt mit Bio-Palmöl. Ich glaube, optimal ist das auch nicht, aber man isst ja vielleicht auch nicht so mega viel davon, sodass es dann auch ein bisschen hält. So, hier ist mein fertiger Porridge. So, ich habe jetzt in Ruhe draußen gefrühstückt. Es ist super heiß heute. So, und jetzt bin ich im Bad und ja, putze Zähne und mache mich fertig. Ich werde euch aber alle Badsachen in einem anderen Video bzw. im nächsten Video zeigen und trenne das, weil ich glaube, dass dieses Video sonst viel zu lang werden würde. Und dann, genau, mache ich lieber ein extra Video. Also seid einfach nächstes Mal wieder dabei, um auch das dann noch zu sehen, was ich jetzt mache. Wenn es um Nachhaltigkeit geht, ist natürlich das Thema Klamotten auch eine wichtige Sache. Ich muss sagen, Klamotten war für mich gedanklich am Anfang das schwerste Thema, da irgendwie was umzustellen, weil ich einfach Klamotten und Mode unglaublich gerne mag. Aber ich muss sagen, es geht. Es ist gar nicht so wirklich ein Problem. Also mein Ziel ist es, kein Fast Fashion mehr zu kaufen. Seit ich mir das vorgenommen habe, habe ich noch zwei Oberteile, Unterwäsche und Badesachen gekauft. Also ich habe noch was gekauft. Aber es ist okay. Und wenn ich das noch mehr minimiere und es wirklich, ja, wenn es vorkommt, dann ganz, ganz selten vorkommt, dann, ja, ist es für mich okay. Ich muss sagen, seit das so Klick gemacht hat in meinem Kopf mit diesen ganzen Sachen, kann ich auch nicht mehr ohne schlechtes Gewissen
einfach zu H&M gehen und was kaufen. Secondhand-Shopping macht mir wirklich Spaß und ich möchte viel mehr Secondhand shoppen. Hat natürlich auch noch den Vorteil, dass man Geld spart und ich glaube, es ist halt cool, nochmal in anderen Städten das zu machen und einfach ja, in verschiedenen Städten verschiedene Secondhand- oder Vintage-Läden zu entdecken und auszuprobieren. Die zweite Möglichkeit, um auf Fast Fashion zu verzichten und trotzdem Klamotten zu kaufen, neben Secondhand, ist natürlich Fair Fashion zu kaufen. Für mich waren zuerst so die Nachteile, dass ich einfach Spaß dran habe, im Laden shoppen zu gehen. Also das mache ich halt richtig gerne und Online-Shopping mache ich nicht so gerne. Und Fair Fashion gibt es ja meistens eher online zu kaufen, aber mittlerweile gibt es ja auch Läden, jetzt bei mir in der Umgebung eher nicht so. Aber ja, kann man sich auch mal umgucken, wenn man irgendwo in anderen Städten ist. Und das zweite natürlich, dass es sehr teuer ist, aber ich muss sagen, ich habe jetzt zweimal Fair Fashion Sachen gekauft und die gingen vom Preis. Sie sind teurer als jetzt bei H&M, aber noch bezahlbar. Und man überlegt sich dann vielleicht vorher auch besser und genauer, ob man das wirklich haben will. Und im besten Fall hält es natürlich dann auch möglichst lange. Reformation ist leider nicht drin bei mir preislich, auch wenn die richtig schöne Sachen haben. Ich würde sagen, ich bin überhaupt nicht minimalistisch, wenn es zu Klamotten kommt. Also ich habe schon viele Klamotten. Man muss aber auch dazu sagen, dass Minimalismus ja nicht nur ist, möglichst wenig zu besitzen, sondern halt bewusst zu konsumieren. Und das ist eigentlich was ich seit mehreren Jahren versuche, wirklich durchzuziehen. Dass ich etwas nur kaufe, wenn ich wirklich 100% sicher bin, dass ich das wirklich haben will. Anfang des Jahres habe ich radikal meinen Schrank aussortiert, als ich aus Neuseeland wieder kam und wirklich extrem viel aussortiert, was auch viele Sachen, die auch 3 bis 4 Jahre alt schon waren. Und ich habe dann auch viele alte Sachen verschenkt. Aber einige Sachen habe ich auch einfach erstmal weggelegt. Und das war auch gut so, denn jetzt habe ich gemerkt, dass ich ein paar Sachen eigentlich wieder ganz gern hätte in meinem Schrank und doch ab und zu mal anziehen würde. Also das ist vielleicht auch ein Tipp, nicht gleich alles radikal wegzugeben, weil dann muss man sich ja auch eventuell wieder nachkaufen. Und außerdem ist das der Vorteil, wenn ich ausziehe, nehme ich einfach die Sachen, die ich richtig gern mag, mit. Und die Sachen, die ich okay finde, aber nicht immer bei mir haben muss, bleiben einfach hier. Und dann habe ich hier auch immer was zum Anziehen. Willkommen bei meinem Schreibtisch, der sehr unaufgeräumt ist, voller kreativer Sachen. Und den werde ich jetzt mal aufräumen. So, fertig. Was ich euch noch zeigen wollte, ist etwas hier an meinem Schreibtisch. Und zwar das hier. Nein, also was ich seit wirklich immer mache, weil ich immer nichts wegschmeißen kann, wahrscheinlich auch, ist einfach Papierreste zu sammeln. Also ich habe jetzt hier, keine Sorge, das ist nicht alles voll mit Papier. Ich zeige euch das gleich nochmal. Wenn zum Beispiel solche Reste überbleiben von Zetteln, wo halt der ganze Rand frei ist, oder ganze Seiten, wo eine Seite bedruckt ist und man braucht es nicht mehr, und dann kann man einfach die Rückseite noch benutzen. Sowas sammle ich alles. Und man kann es entweder, wenn man kreative Sachen macht wie ich, kann man das super benutzen als Schmierpapier. Also zum Malen braucht man eigentlich immer Schmierpapier. Oder auch einfach Notizen, oder man könnte Einkaufszettel schreiben. Also einfach so Sachen, wo man nicht ein schönes neues Blatt Papier braucht. Da benutze ich einfach immer irgendwelche Reste und reiße mir hier irgendwie so ein Stück ab. Wie gesagt, ich habe das alles hier in diesem Riesenteil, da ist aber noch ganz viel anderes drin. So ein paar Taschentücherpackungen habe ich hier. Ich finde nämlich zum Beispiel diese hier mega schön. Und dann will ich hier zum Beispiel die Kamera ausschneiden und sowas. Und hier solche Papiere und Geschenkpapiere, ganz viele benutzte, weil man das alles halt mega gut, wenn man kreative Sachen macht, weiterverwenden kann, wenn man es in Fotoalbum irgendwie Stücke ausreißt und reinklebt oder ins Bullet Journal. Und ansonsten habe ich hier noch alte Zeitungen, falls ich mal beim Malen was zum Unterlegen brauche. Wir haben auch übrigens jetzt zu Hause keine Zeitung mehr. Ich muss sagen, ich lese auch nicht so richtig Zeitung, aber meine Eltern lesen es immer auf dem iPad. Einfach online und ist auch nicht für jeden was, aber ist auch eine super Alternative.
um da Papier einzusparen, einfach die Zeitung abbestellen. Falls ihr mein Bullet Journal Video gesehen habt, habt ihr das vielleicht auch schon mal gesehen, dass ich alte Briefumschläge und sowas alles auch noch aufhebe. Zum Beispiel diese grauen oder diese braunen. Aber man kann halt eben Stücke rausreißen und mega schön Sachen damit verzieren im Bullet Journal oder so. Und dann möchte ich, wenn ich dann ausgezogen bin, mir auch recyceltes Papier statt normalem Papier kaufen und darauf meine Sachen drucken. Und dann eine Sache, die mir gerade noch so eingefallen ist, wenn ihr öfters mal vielleicht Fotos ausdrucken lasst bei DM oder bei Rossmann, ist das ja immer in diesen Verpackungen, beziehungsweise es gibt die da, um die da reinzutun. Wenn man es bestellt, was ich meistens mache, weil es günstiger ist, ist es natürlich schon in so einer Packung, deswegen horte ich echt viele von denen. Aber jetzt gerade habe ich zum Beispiel umfunktioniert, ich habe so ganz viele kleine Notizzettel von diesen abgerissenen Dingern, die ich halt aber noch brauche, rumliegen gehabt und habe jetzt zum Beispiel einfach alle hier drin gesammelt. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wenn man nur mal so hingeht und so ein paar einzelne Fotos ausdrucken lässt, statt jedes Mal wieder so ein neues Ding dort zu nehmen, wäre es halt mega gut, einfach das, was man schon zu Hause hat, nochmal mit hinzunehmen und seine Fotos reinzutun. Welcome to the kitchen again! Es ist bald schon wieder Mittagsessenszeit. Ihr denkt euch jetzt, was? Sie hat doch noch gar nichts gemacht. Richtig, aber sie filmt ein Video. Das dauert alles sehr lange. Und ich muss gleich nochmal was kaufen, aber nur so ein bisschen Gemüse und gehe dafür in den Bioladen, weil der extrem nah bei mir ist. Und da ist das dann sehr praktisch, Kleinigkeiten zwischendurch mal schnell zu holen. Wir kaufen nicht nur dort ein, wir gehen in der Regel auch ganz normal im Supermarkt einkaufen. Aber kleine Einkäufe machen wir halt oft dort. Also meine Mutter kauft dort zum Beispiel auch was wie Milch und Joghurt in Bio und halt in Glas verpackt. So Joghurts in Glas gibt es ja auch im Supermarkt, aber Milch glaube ich nicht. Und dann kann man das nämlich auch dort wieder abgeben auf diesen Flaschen. Und also Joghurtgläsern und Milchflaschen ist dort Pfand und dann können wir die wieder abgeben und die geben das wieder weiter und dann wird das auf dem Weg wiederverwendet. Was wir jetzt auch seit einiger Zeit haben, ist diese Eierbox. Die gab es bei Edeka. Es ist halt auch eine Plastikverpackung, aber dann kann man die mitnehmen in den Supermarkt. Und wenn es, das ist natürlich Voraussetzung, einzelne Eier zu kaufen gibt, kann man sich das halt so vollfüllen, wie man will. Und dann muss man nicht jedes Mal so eine Papppackung mitkaufen. Aber diese Papppackungen, wenn man es dann doch macht, kann man auch wieder abgeben. Also man kann die sammeln und dann zum Beispiel an einem Hof, also einem Biohof oder so, der halt Hühner hat, abgeben. Dann können die das auch super gut gebrauchen, um das halt wieder voll zu füllen. Ich weiß nicht, manchmal geht es glaube ich auch bei Märkten oder halt bei Bioläden. Ansonsten versuche ich natürlich möglichst verpackungsfrei einfach einzukaufen. Das ist in vielen Sachen einfach extrem schwer. Das weiß ja eigentlich jeder selber, wenn man jetzt nicht gerade einen Unverpacktladen nebenan hat. Aber unverpacktes, einzelnes Gemüse zu kaufen ist meistens nicht ganz so schwer. Und darauf achte ich auf jeden Fall und habe halt diese Baumwollbeutel in verschiedenen Größen. Und nicht nur für Obst und Gemüse sind diese Dinger gut, sondern auch für Brot. Ich arbeite ja als Aushilfe beim Bäcker und meine Lieblingskunden sind wirklich die wenigen leider, aber die, die ihren eigenen Beutel mitbringen, ob es jetzt so ein Beutel ist oder irgendwas selbstgenähtes oder ein Jutebeutel, einfach ein gewaschener Jutebeutel geht genauso. Und die ihr Brot nicht eingepackt haben wollen von mir in eine Plastik- oder Papiertüte, sondern in ihren eigenen Beutel haben wollen. Das ist wirklich gar kein Problem. Das Einzige, was ich aus hygienetechnischen Gründen nicht darf, ist dann den Beutel über den Tresen nehmen und das Brot reinmachen. Aber es geht einwandfrei, wenn der Kunde seinen Beutel aufhält und ich gebe das Brot darüber über den Tresen, das ist erlaubt. Und daran ist wirklich gar nichts komisch. Do it. Ich kriege nämlich die Krise, wie viele Plastik- und Papiertüten ich dort immer rausgebe. Wirklich. Es ist verdammt heiß draußen, aber ich will mich nicht beschweren. Hier ist mein Mini-Einkauf vom Bioladen. Also einmal habe ich hier ein paar Pilze in der und hier zwei Mini-Karotten und eine Zucchini. Das war's, aber mehr brauchte ich jetzt auch nicht alleine für mein Mittagessen. Zum Beispiel hier die Zucchini oder so habe ich jetzt auch überhaupt kein Problem, die da so reinzutun. Es geht mehr so um so Sachen wie Pilze, damit die nicht alle einzeln fliegen. Deswegen diese Beutel. Jetzt nur so für so größere Sachen finde ich es ehrlich gesagt nicht notwendig. Ich finde es auch persönlich nicht schlimm, wenn es zum Beispiel im Supermarkt auf dem passenden Band liegt, weil man es ja ordentlich wäscht. Und dass man einen Jutebeutel oder irgendeinen Beutel oder einen Korb oder so mit zum Einkaufen nimmt, wie diesen hier,
Ist ja zum Glück mittlerweile schon fast gang und gäbe wieder. Den sollte man einfach immer dabei haben, damit man auch spontan was einkaufen kann, ohne sich dann irgendwie noch eine Tüte dazu kaufen zu müssen. Und es hat einfach auch jeder zu Hause. Selbst wenn es nur wie dieser ein Werbebeutel mal war. Man braucht dafür wirklich keinen neuen Jutebeutel kaufen. Die Ökobilanz von einem Jutebeutel ist auch nur gut oder besser, wenn man ihn halt wirklich ganz, ganz oft benutzt. Ich weiß natürlich auch, dass sich nicht jeder Bioladen leisten kann, weil es einfach teurer ist. Ich bin, weil Studentin, es wird dann auch nicht mehr so einfach für mich gehen. Aber es wäre ja zum Beispiel schon ein guter Schritt, so einzelne Sachen, bei denen es einem wichtig ist, im Bioladen zu kaufen. Bei uns zu Hause ist das zum Beispiel Haferflocken, dass wir die nur noch im Bioladen holen. Und wenn man dann zum Beispiel so eine Sache hat, wo man sagt, okay, das ist mir wirklich wichtig, dann ist es ja auch schon gut, wenn man das dann beim Bioladen holt, auch wenn man sonst ganz normal im Supermarkt einkauft. Ich glaube, ich habe mal wieder zu viel da reingemacht. So, ich sitze jetzt wieder draußen mit meinem fertigen Essen. Es ist ein Wrap, wie ihr gesehen habt. Ich muss es noch zusammenrollen, es wird aber gleich wieder auseinanderfallen. Es ist viel zu viel drin. Ein komisches Gemisch aus Salat, Tomate, Couscous und dieser Gemüsepfanne, die ich gemacht habe. Irgendwie ein bisschen viel doch geworden. Und noch ein bisschen Mozzarella-Rest. Ich verlinke euch hier nochmal meine Rezepte, Videos, die ich gerade erst gemacht habe. Da habe ich euch eine Woche lang jeden Tag ein vegetarisches oder ein veganes Rezept gezeigt. Könnt ihr auch gerne mal angucken, wenn euch das interessiert. Ach ja, passend war ich so hier. Das ist ganz zufällig. Nein, also ich trinke seit mehreren Jahren, seit 2015 glaube ich, eigentlich nur noch Leitungswasser. Also früher mochte ich glaube ich Leitungswasser nicht und jetzt mag ich eigentlich mit Kohlensäure nicht mehr so wirklich. Das ist glaube ich einfach eine Gewöhnungssache. Also ich finde es super und ich habe seit neuestem, muss ja auch sein, Metallstrohhalme. Es gibt ja auch welche aus Bambus oder aus Glas. Ich habe mich für welche aus Metall entschieden, einfach weil ich dachte, ich möchte halt auch vor allem mitnehmen und dann wäre mir Glas zu riskant gewesen und Bambus kann ich mir nicht so gut vorstellen, daraus zu trinken. Was ich noch gar nicht gesagt habe, ich verlinke alle Produkte in der Infobox, die ich irgendwie gekauft habe. Aber guckt am besten erstmal in eurer Umgebung, ob es einen Laden gibt, wo es diese Sachen zu kaufen gibt, bevor ihr irgendwas bestellt. Auf jeden Fall wollte ich erst keine Strohhalme kaufen, weil ich dachte, naja, so zu Hause kann ich auch gut auf Strohhalme verzichten. Kaufe einfach keine Plastikstrohhalme und benutze dann einfach keines. Auch kommt man auch mit klar so. Aber dann habe ich schon gemerkt, dass man, wenn man außerhalb mal irgendwie ein Getränk bestellt, ganz oft einfach mit Strohhalm kommt. Und ich möchte einfach die Möglichkeit haben, immer zu sagen, ohne Strohhalm bitte, egal ob einer dann nachher drin wäre oder nicht. Und dann hat man einfach seinen eigenen dabei. So, was jetzt natürlich noch fehlt, ist so ein bisschen Ernährungstalk. Bist du Vegetarierin? Bist du offensichtlich nicht Veganerin? Ja, also ich bin nicht offiziell Vegetarierin. Ich bin eher sowas wie Flexitarierin. Ich selber koche nie mit Fleisch. Und deswegen wird es, wenn ich bald alleine lebe, für mich auch einfacher, auf Fleisch zu verzichten. Weil ich zu Hause oder bei anderen Leuten, wenn es dort Fleisch gibt, wenn es schon da ist, wenn es schon gekocht ist und nicht eingeplant wurde, ich es in der Regel esse bzw. ein bisschen was esse. Außer wenn ich es jetzt wirklich nicht mag. Ich habe zum Beispiel vor vielen Jahren irgendwie gemerkt, boah, ich finde Schnitzel irgendwie echt nicht geil. Und seitdem habe ich kein Schnitzel mehr gegessen. Und ich bin so, ne. Ich muss aber auch sagen, dass es bei mir zu Hause jetzt auch nicht viel Fleisch gibt. Wenn eher nochmal Fisch, dann esse ich meistens halt was davon mit. Vor ungefähr einem Jahr, ein bisschen länger als ein Jahr, habe ich ganz bewusst angefangen, weniger Fleisch zu essen. Auch aufgehört, sowas wie Leberwurst, Salami und sowas, dass man halt auf Brot isst, zu essen. Also das esse ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr, ganz selten mal. Aber eigentlich will ich das auch nicht. Deswegen, wie gesagt, dann, wenn ich alleine wohne, dann kaufe ich es einfach nicht. Das fällt mir auch nicht schwer und dann habe ich auch kein Problem damit, darauf zu verzichten. Ansonsten, wenn man jetzt irgendwie außerhalb was isst, versuche ich auch, was Vegetarisches zu kaufen oder zu bestellen. Aber wenn es halt
mal nichts gibt, was ja jetzt selten vorkommt, oder wenn ich jetzt irgendwie die Pizza, wo so ein bisschen Schinken drauf ist, wenn ich da jetzt gerade voll Bock drauf hätte, dann würde ich wahrscheinlich mir die auch kaufen und mir das dann nicht verbieten. Ich esse einfach gerne intuitiv und mache mir nicht so gerne dann Verbote. Das macht es oft, denke ich, eher schwieriger und deswegen ist es für mich gerade so eine ganz gute Lösung. Ich brauche dann auch nicht den Titel Vegetarier. Es ist überhaupt nicht negativ gemeint, aber ich bin dann lieber, sag so, ich bin nicht Vegetarier und weiß für mich, aber ich esse kaum Fleisch. Ich habe aber keine Probleme damit, dann nochmal ein Stück zu essen, wenn die Situation so ist. Und was andere tierische Produkte angeht, das Einzige, worauf ich nicht verzichten kann, weil ich es nicht will, ganz ehrlich, ist Käse. Weil ich einfach Käse liebe und ich meine damit jetzt auch nicht unbedingt den billigen Riesenpack Scheibenkäse aus dem Supermarkt. Wir kaufen relativ oft also Stück Käse aus dem Bioladen oder bei der Käsetheke im Supermarkt. Und Frischkäse zählt für mich auch mit dazu zu Käse. Ansonsten Eier, Milch, Joghurt und ich weiß, Käse und Joghurt sind auch aus Milch. Das meine ich jetzt nicht, ich sehe jetzt alles so als Produkte. Eier, Milch und Joghurt nehme ich zwar zu mir, aber in einem relativ geringen Maß, sodass ich es für mich okay finde. Bei Milch mag ich auch gerne Alternativen, aber ich finde nicht, dass es so richtig sich für mich lohnt, eine Packung aufzumachen, weil ich eigentlich fast nie Milch für irgendwas brauche. Also wie gesagt, mein Porridge esse ich halt mit Wasser. Deswegen gibt es kaum eine Situation, in der ich Milch so zu Hause brauche. So viel zu meiner Ernährung. Das ist, wie ich im Moment damit umgehe. Das kann sich auch gut nochmal ändern. Und ich finde es super wichtig, nochmal zu sagen, dass es einfach jeder damit so umgehen sollte, wie es einem für einen richtig erscheint. Und dass man das ja bei jedem akzeptieren sollte, so wie er das handelt. Ich bin hier gerade beim Videoschneiden, man sieht ungefähr nur mich, aber egal. Ich wollte euch bei der Gelegenheit einmal Ecosia zeigen, denn Ecosia solltet ihr alle benutzen. Als Suchmaschine kann man sich das statt Google oder was auch immer man sonst halt hat, einfach einstellen. Das ist eine Organisation, die Bäume pflanzt. Wenn man ungefähr 45 Mal was gesucht hat mit Ecosia, pflanzen sie einen Baum. Das ist jetzt hier meine Zahl am Laptop. Da habe ich das schon sehr lange installiert. Und auf dem Handy habe ich es auch. Man kann auch hier noch sich über die Organisation erkundigen. Es ist wirklich eine super einfache Möglichkeit, was jeder einfach so machen kann. Der Effekt ist gerade voll cool. Ich war jetzt den ganzen Nachmittag noch draußen und habe das Video geschnitten. Beziehungsweise nicht, dass ich fertig wäre. Ich habe noch mit meinen Eltern Kuchen gegessen. Und ich wollte euch noch eine Sache zeigen. Und zwar habe ich jetzt immer dabei das hier. Das ist einer von diesen Baumwollbeuteln. Ich hatte keinen passenden Beutel und dann dachte ich, naja, ist ja irgendwie ganz praktisch. Weil dann habe ich auch immer so einen Beutel dabei, falls ich Gemüse einkaufen will und dann sowas nicht habe. Und das ist, habe ich gefüllt mit Besteck. Ich habe jetzt kein Bambusbesteck oder so mir bisher angeschafft. Mal gucken, ob ich das irgendwann nochmal mache. Aber bei alten Besteck von uns habe ich halt mir einfach was rausgesucht. Möglichst leichtes, eine Gabel, einen Löffel und ein Messer. Genau, habe die einfach jetzt immer dabei, damit ich möglichst kein Plastikbesteck irgendwo, wenn man doch mal to go irgendwas isst, benutzen muss. Dann habe ich zwei von den Metallstrohhalmen, einen gebogenen, einen geraden, völlig egal. Und das letzte Mal, als ich Eis gegessen habe, habe ich den kleinen Löffel davon aufgehoben und abgewaschen und habe den da auch mit drin. Das heißt, immer wenn ich Eis esse, kann ich jetzt hoffentlich den nehmen und muss nicht jedes Mal einen neuen nehmen. Ansonsten versuche ich auch auf To-Go-Sachen größtenteils zu verzichten, also mir möglichst, wenn es geht nicht immer, irgendwie was selber mitnehmen, also irgendwie Brot oder so in einer Brotdose. Wir haben super viel aus Plastik, deswegen lohnt es sich überhaupt nicht, da noch was zu kaufen. Aber es wäre natürlich am allerbesten, eine aus Edelstahl zu haben. Und ansonsten habe ich auch immer meine eigene Flasche dabei, in die ich halt Leitungswasser fülle. Es ist aktuell noch eine aus Plastik. Ich werde mir aber bald noch eine aus Edelstahl anschaffen. Ich muss mich nur noch entscheiden, welche. Falls ihr da eine Marke empfehlen könnt, könnt ihr mir das gerne schreiben. Nicht to go zu kaufen, sondern was mitzunehmen, ist natürlich auch immer viel günstiger. So, und jetzt gehe ich gleich zum Yoga, deswegen ziehe ich mich mal um und dann sehen wir uns danach wieder.
Ich bin vom Yoga zurück mittlerweile und habe Abendbrot gegessen und jetzt bin ich im Bad und gehe gleich duschen, aber diese ganzen Badsachen, die ich benutze, zeige ich euch wieder in dem zweiten Video. So, ich bin jetzt im Bett und werde noch ein bisschen lesen. Dazu hatte ich in meinem letzten Video, in dem Geschenkvideo, schon was gesagt, dass ich jetzt zwar einige Bücher gekauft habe, aber darauf achte, mir nur Bücher zu kaufen oder in dem Fall am Geburtstag zu wünschen, die ich wirklich besitzen will, weil ich zum Beispiel da drin was anmarkieren will oder so. Ansonsten habe ich auch ein Kindle, was natürlich eine super Alternative ist, um Bücher zu kaufen und auch für Reisen super praktisch. Und ansonsten habe ich meine ganze Kindheit über fast alle Bücher, die ich gelesen habe, ich habe sehr, sehr viel gelesen, aus der Bücherei ausgeliehen und das ist auch immer eine super Möglichkeit. Und eine letzte Sache wollte ich noch zeigen und zwar eine neue Entdeckung von mir. Und zwar sind das recycelte Taschentücher. Finde ich richtig cool, dass es das gibt. Die hier gab es jetzt bei Rewe. Ja, das sind ganz normale vierlagige. Ich finde jetzt auch nicht, dass die irgendwie härter sind als die ganz normalen. Außer man kauft normalerweise so super weiche, so jetzt nicht. Aber diese ganz normalen ist genau das gleiche. Und ja, recycelt. Ich bin begeistert davon. Ich muss sagen, mit dem Gedanken, ein Stofftaschentuch zu benutzen, kann ich mich nicht so richtig anfreunden. Deswegen bin ich darüber richtig froh. Ich werde jetzt gleich schlafen gehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich dachte, ich teile einfach mal so ein bisschen meine Veränderung. Ich möchte damit weder belehren noch irgendwie sagen, dass ich irgendwie alles toll mache. Vielleicht gibt es dem einen oder anderen ja nochmal einen neuen Denkanstoß und eine Idee. Und bei mir wird auch noch einiges dazukommen. Ich bin so froh, dass ich jetzt auf diesem Nachhaltigkeitstrip bin, bevor ich ausziehe, sodass ich dann, wenn ich ausziehe, diese ganzen Haushaltssachen, ich sage jetzt einfach mal direkt in nachhaltig, mir anschaffe. Zum Beispiel Holzspülbürsten oder ich möchte Reinigungssachen selber machen. Da mache ich dann vielleicht auch nochmal ein Video dazu. Aber das war es jetzt erstmal von diesem Video. Vielen Dank, wenn ihr es komplett durchgeschaut habt und bis hier angekommen seid. Verpasst das nächste Video auf jeden Fall nicht. Jetzt gute Nacht.